Hallo YouTube, zurück zu Let's Play Sheltered, der Bunker-Überlebens-Simulator mit unserer Familie Mock. Ne, Mox. Mox. Wie sieht's denn so aus? Inventur machen. Wasser ist gut, die Leute pennen. Futter. Na. Aber haben wir eigentlich... Haben wir eigentlich Seile? Wir haben noch 5 Seile. Das heißt, wir könnten... Scharniere haben wir, Motor haben wir. Wir könnten eigentlich mal diesen komischen Kühlschrank bauen und dann draußen eine Falle bauen. Das wäre, glaube ich, eine ganz geschickte Idee. Objekt fertigen. Level 2. Ja, ein Scharnier. Damit wir zumindest was zum Essen haben. So, klick. Jetzt bleiben nur noch ein paar Essen... Was? Wer kotzt da? Warum? Na komm. Oh, das ist eine. Cheryl! Ist doch. Ist wieso vergiftet? Schlaf erstmal. Hier. Erstmal aufputzen. Weil nicht, dass alle anderen auch noch krank werden, wenn hier so. Ja, Mock rumliegt, ne? Und danach, wenn du gewischt hast, dann kannst du eigentlich duschen gehen. Und unser Kollege Horst, oder? Heißt der jetzt auch wieder Horst? Horst Mox. Der kann dann draußen meine Falle aufbauen. Ah, hier. Oder mach du das? Ja, komm, Kinderarbeit. So, dann Objekt fertigen. Eine Falle. Die kann, glaube ich, 2-mal verwendet werden. Braucht ein Seil und 2 Holz. Das brauchen die nächste. Auch ein Seil. Ah, viel besser. Die nehmen wir doch die. Dann machen wir das doch einfach hier. So. So, Flauschi. Alles klar. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Plastik hätte, würde ich fast noch einen dritten Wassercontainer machen. Also echt, Wasser können wir wirklich nicht genug haben. Ne? Aber ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel. 8. Ne? Gucken. Objekt fertigen. Aber mit den dicken Wändern. Wow. 4 Kunststoff, 2 Gummi, 4, 2, 1. Und der braucht 6, 3, 1. Na... Was hält der? 20 Einheiten. Und der andere hält halt gleich das Doppelte, ne? Ne, 30. Ach komm, mach doch so ein. Damit wir ein bisschen Reserve haben. Ja. Und es hört natürlich auf zu regnen. Chantal muss jetzt leider pennen. Unser Horst... Könnte. Nee, der könnte auf die nächste Expedition gehen. Und zwar hier mit der. Mit der Cheryl zusammen. Ja. Ah, sehr natürlich. Ach Gott. Gut, die Katze füllen. Ja. Aber wir haben jetzt eine Falle aufgestellt. Das heißt, und wir haben einen Kühlschrank. Das. Haha. Ne? Komm. Geht's dir so? Ja, mittelmäßig. Anzug zurück. Und gehen wir was trinken. Aber dich könnte. Ach, dich nehmen wir mit auf die Mission. Also Justin und unser lieber Horst. Macht ihr mal eine Edition? Na komm, nächste. Justin. Ach je. Ja, ach komm, gehen wir doch mal hier hin. Entschuldigung. Ah ja, Gasmasken. Wir... Oh, nicht wieder alle. Ich verwechsel mal links und rechts. Ausrüsten. Ausrüsten. Ich glaube, das mit der Stange könnte ich mir jetzt wahrscheinlich echt sparen, weil... ich hätte im Nahkampf so keine Chance. Aber...
Los mit euch. Es gibt was zu tun. Daryl, Alter. Alte, wenn dann schon. Verband Antistrahlung. Ich hab nichts anderes, Mädel. Das tut mir echt leid. Schlafen hat auch nicht geholfen. Duschen wird auch nicht helfen. Jetzt muss er auch noch hier reparieren. Wie kriege ich das wieder los? Man muss hier echt was tun. Schutzraum reinigen. Mutti ist noch am Pennen. Was sieht hier aus? Oh, wir haben bald keinen Saft mehr. 83. 34! Na gut. Bisschen Gas geben. Jetzt vergiftet es mir ein Wasser. Obwohl, nee. Aber den Sauerstoff, der ist schlecht für den Sauerstoff. Ist sie ausgepennt? Ja, komm. Was soll's? Kraftstoff rein. Was? Ja, genau. Mhm. Schutzanzug und dann hier mal den komischen Dings reparieren. Ich frage mich immer noch, also die provisorische Dusche, dieses Stück Plastik an Fäden, wie lange das zum Reparieren braucht, das ist also wirklich... Was? Dankeschön. Der Arsch hat wieder unseren Sauerstofffilter kaputt gemacht. Zu freundlich. Also, hallo Schand... Boah, ich hab keine Stimme dazu. Hier spricht Justin. Wir sehen etwas in der Ferne, was wie ein kleines Haus aussieht. Sollen wir das umsehen, wenn die Route ein... Ach, wenn ihr schon unterwegs seid. Könnt ihr mal kurz einen Abstecher machen? Ich hoffe, dass bald irgendwie ein Vieh vorbeikommt und wir irgendwas in unseren schicken neuen Kühlschrank schmeißen können. Vorspulen. Mhm. Kleines Haus. Ja. Ja. Nehmen wir. Ist jetzt aber nicht so besonders toll. Nee. Hier lieber kauft noch ein bisschen Plastik, bisschen Seile, bisschen Essen. Kirche im Ödland. Klar. Bisschen Weihwasser mitbringen. Wir nähern uns in den nächsten paar Wochen von Hostien. Leute reden. Wenn ich jetzt so stärkemäßig relativ gute Leute hätte und gut bewaffnet und Rüstung und so ein Gelöt. Ja, okay, könnte man drüber reden. Aber so. So als kompletter. Ja, Lobob. Blumenhändler. Oh, supi. Ja, guck sie trotzdem an. Dann finden wir da wieder irgendwelche Kräuterchen, die wir nicht verwenden können, weil wir nicht genug aufgerüstet sind. Oh. So. Sauerstofffilter. Pariert. Blumen. Ja. Oh. Aber das war ein Blumenhändler. Das will ich ja nicht alles. Ich will das. Ist das da? Kalk und Sand. Das da. Das und das. Was ist denn das hier? Samen. Achso, Pflanzstation. Ja. Ja doch. Ja. Hat es hier doch gelohnt. Also zumindest... Ausrüstungstechnisch. So, die Mutti. Die Mutti ist schon wieder müde. Das. Was kann man denn noch
Fertigen, was geht denn da gerade noch so? Boah, wenn diese Masken. Ich muss eine Maske machen. Ich habe nur noch eine im Inventar. Jetzt kann ich keine Expedition mehr machen. Na, ja, kümmere ich selbst drum. Tod beim Bär. Tschüss. Was mir aufgefallen ist bei den letzten Aufnahmen, ihr seht hier links oben wahrscheinlich dieses von Dextery, diese blöde Aufnahmezahlen, die kommen mit ins Video rein, dass es echt beschränkt ist, wirklich. Also. Na, mal schauen. So, die Cheryl ist vergiftet und muss pennen. Na dann, schlafen. Was kommt denn da an? Aborigines hier. Die Chantal. Es ist alles so Mitteldingens. Was kostet mich eigentlich ein neues, ein dickeres Bett? Ein zweites. Drei Federn, sechs Wolle, drei Holz, sechs Nägel. Ja, das können wir machen. Dann könnte ich den nämlich zerlegen. Und dann baue ich einen neuen. Ne? Kein Besuch? Nein? Du vielleicht? Mit deiner Pistole am Halfter? Harold. Harold. Auch nicht. Ach, ist klar aufgeputzt, kotzt die schon wieder. So, mal gucken, ob wir wirklich 80. Mhm. Gut. Passt. Objekt fertigen. Level 2. Ein schickeres Bett, bitte. Ich hatte keine Lebensmittelvergiftung mehr. Das ist schön. Jetzt ist sie gesund. Trotzdem, nur putzen und dann erst schlafen. Das heißt, es geht mit der Zeit vorbei. Naja, immerhin. Immerhin. Oh, vier Nutzungen für den verwässerten Sch. Das ist ja super. Ja, natürlich alle Hunger. So, die sind alle hungrig. Mutti kann schon wieder pennen. Die war doch erst im Bett. Das gibt's doch nicht. Wie verpennt es denn die? Jetzt kommen unsere mutigen Expediteure zurück und bringen noch ein bisschen mit. Vielleicht können wir doch langsam nochmal die Werkbank aufrüsten. Sehr positiv. Mhm. Alles nehmen. Bestätigen. Hier. Och je. Nahrung essen. So. Nahrung essen. Da muss ich auch noch einen Ofen hinbauen. Aber dann müssen die von der Vorratskammer so weit laufen. Okay, wir haben nur eine Zange. Ah, wir können. Aha. Wahrscheinlich hier ist im Inventar, oder? Ja, habe ich. Na gut, ich kann sie ja verchecken, das geht ja. Kalk und Sandstein. Das bräuchte ich nicht einzeln, oder? Ja, mag sein, dass du müde bist, aber das kann ich dir im Moment leider nicht. Nicht bieten. Wo geht der jetzt hin? Der müsste schlafen und duschen. Müsste leider noch ein bisschen warten. Ein bisschen putzen derweil. Jetzt könnte echt mal ein Hirsch oder irgendwas vorbeikommen. Oder ein Hase oder irgendwas. Weil wir haben nur noch eine einzige Essensration. Schlecht. Aber ich meine, die Voraussetzungen haben wir. Also Kühlschrank, Falle. Bin erschöpft. Das ist, mag sein, aber ich habe leider noch keinen. Kann ich denn? Boah, mit 78 Wasser. Alter. So. Das passt, glaube ich, ziemlich genau hier. So, geh du mal hier schlafen. Der kleine Justin kann mal. Hups, nein. Zum Duschen gehen. Die Dusche um 18% kaputt geduscht. Wie geht denn das sogar?
Jetzt ist die Mutti fit. Die Mutti könnte ein bisschen Wasser trinken. Kann ich, warte mal, Schutzraum umgestalten? Das habe ich noch nicht ganz kapiert, wie ich das machen kann. Ich kann noch den Wassertank nehmen. Kann den hier runtersetzen. So. Bewegung abbrechen. Bewegung bestätigen. Escape-Taste. Aufhängen, ablehnen. Ist aber leer. Ah, leer, wenn dann. Genau. Das stimmt nicht ganz. Da ist noch irgendwas falsch übersetzt. Aber jetzt haben wir oben nicht Platz für einen Ofen. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir den aufrüsten können. 7 Scharniere und 7. Nee. Können wir nicht. Wo soll ich denn das Zeug herbekommen, Alter? Objekte fertigen. Was ist denn dieser Ofen? Armseliger Ofen. Wir brauchen ein Scharnier. Wir hätten noch ein Licht. Aber das Licht können wir nicht abschalten. Ah, können wir wirklich? Das heißt, wir können ein bisschen. So. Ah, wir können echt ein bisschen Strom sparen. Ja, dann baue ich doch aber mal. Die Flauschi. Ich habe kein Futter für dich. Ich habe selber nur noch eine Ration. Wir brauchen die selbst. Ach. Katze füllen. Super. So, wir haben nichts zu essen mehr. Wenn jetzt nicht bald ein Hirsch vorbeikommt, haben wir ein kleines Problem. Aber wenn ich hier schon wieder so rumstehe, haben wir 2 Masken? Haben wir. Chantal und Cheryl. Geht ihr mal auf Expedition? 63 Wasser kommen wir relativ weit. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Lala. So. Ausrüsten unsere letzten beiden. Jetzt spenden wir mal eins. Die können wir eigentlich echt hier. Achso, da muss jemand auf. Oh, da muss jemand auf sein dafür. Das ist ja auch total super. Ich frage mich immer noch, was so ein Licht theoretisch bringt. In Räumen ohne Licht erfolgt die Fertigung und Reparatur langsamer. Ja, aber wenn ich da nicht fertige oder repariere, ist es mir egal. Solange ich nicht depressiv werden, das ist ja. Kann mir das ja. Sollen wir mal so einen Boxsack machen? Naja, wir brauchen halt echt viel Seile damit. Und echt viel Leder. Weil vielleicht haben wir dann beim Kämpfen ein bisschen einen Vorteil. Ja, ich glaube, das sollten wir tun. Ja. Machen wir. Und dann das hier reparieren. Okay. Kann ich gerade nicht? Warte mal. Ach nein, ich bin. Jetzt kann ich. Moment, eins am anderen. Nein, du nicht. Wasser trinken, Kraftstoff nachfüllen. Na hey, ich dachte doch hier, Wasser trinken, Kraftstoff nachfüllen.
Funkspruch. Also, ihr entdeckt ihn nicht gesehen, müssen wir mit dem Sprint davon schleichen. Jetzt habe ich hier scheiß kontaminiertes Wasser. Schlecht. Boah. Das ist auch nicht schlecht hier. Volle 80. Eingehender Funkspruch. Ja, kleines Haus. Logisch. Was hab ich eigentlich noch an Sprit? Uff, hey, yes, das ist gut. Okay, naja, gut. Sprit, den kann ich dann auch einem Händler gegenüber verkaufen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wasserfilter 55, das ist 80. Nö. So, jetzt was? Kontakt auf Mitwirken. Na, können wir durchdrücken. Na, wunderbar. Herzlichen Dank. Nein! Unsere Cheryl ist tot. Supi. Nein. Das ist jetzt echt mal wirklich bescheiden, ne? Blumenhändler. Wie viele Blumenhändler gibt's denn da? Es ist die Apokalypse, Leute. Was wollen hier Blumenhändler? Obwohl, der letzte hat eigentlich auch schon ganz schicke Sachen gehabt. So schlecht ist das vielleicht ja gar nicht. So, jetzt hier, Justin, geh mal auf die Toilette. Bei dir geht's noch. Wo ist denn der Eimer? Mach du mal hier sauber. Mhm, Objekte durchsuchen. Ach, Holz und. Na. Ja. Das war bis auf das Essen nicht sehr erfolgreich. Und ich hoffe eher ernsthaft, dass hier bald mal so ein komischer Hirsch vorbeikommt. Schule. Du hast keinen Platz im Inventar. Nicht. Stopp. Horst, stopp, stopp. Schwarzer Regen, komm zurück. Der Wasserfilter 51%. Ja, guck. Noch weitere 5. Holz habe ich noch 13. Brauche ich auch nicht unbedingt jetzt. Das heißt, ich würde jetzt lieber das Ventil mitnehmen. Wohl habe ich gar keine mehr. Aber ich brauche das Plastik auch für die Masken, sonst komme ich auch nicht weit. Ja. Oh, Cheryl. Wieso bist du hops gegangen? Warte mal, wieso habe ich jetzt 18% Kontamination? Ich habe überhaupt nichts zum Heilen oder irgendwas dabei. Puh. Näher dich mal. Kleine Apotheke, na wunderbar. Okay. Na mal gucken, was haben sie denn so anzubieten? Ich brauche nicht alles von dem, was ich habe. Ein Scharnier, ich krieg mich nicht mehr. Und natürlich Gasmasken. Oh, typisch! Was tauscht mir dagegen ein?
nicht einfach so kaufen, das geht auch nicht, ne? Ja. Ja, ich mich auch. So, du, reparieren hier. Sonst haben wir bald 22% Kontamination. So, Kleiner, kannst du hier trainieren? Ja, kannst du. Kleine Apotheke. Na, ich habe jetzt wieder einen Platz frei. Was haben wir hier? Antibiotika. Das nehmen wir natürlich mit. Die nehmen wir alle mit. Ich glaube, auf das Ventil lasse ich da. Da scheiße ich doch mal drauf. Entspannungsmittel brauchen wir nicht. Verbandskasten. Ist immer praktisch. Kostet nämlich auch relativ viel zum Herstellen. Metall wäre natürlich super. Ja. Ja, nehmen wir das. Ja. Es ist immer noch kein Tier vorbeigekommen. Das ist echt ein erbärmlich. 26, was ist das? Was denn noch alles? Ich hab. Da müsst ihr zu zweit hin, Leute. Das wird so nix. Ich kann nicht. Nee. Tut mir leid. Das wird. Sollen wir uns eine neue Mutti holen? Ach nee, Cheryl ist drauf. Draufgegangen. Gestorben. Ja, wäre praktisch, ne? Relativ viel Charisma. Ja, wir riskieren das mal. Stufenanstieg für unseren kleinen Spaßvogel hier. Die jetzt erstmal duschen wahrscheinlich, ne? Ja, war ja klar. ...34% Kontamination. Alter, 35%? Kann ich den abschalten? Ja, das ist auch nicht besser, oder? Oh, ja. Nein, hä, was? Ella, funktioniert doch, oder? Ja. Super, jetzt habe ich total kontaminiertes Wasser. Mein Wasserfilter ist bei 99%. Was ist denn los hier? Die werden alle krank nachher. Hahaha. Dann gehen wir hier raus. Und... Nein. Horst. Anzug nehmen. Und Falle leeren. Wir wollen natürlich immer den Fehler gemacht, dass ich zerlegen mache. Ich dachte, ich muss das Tier zerlegen. Dann haben wir die Falle auf zerlegt und weg war das Tier. Kirche. Ja. Du hast doch keinen Platz mehr. Aber jetzt haben wir wenigstens Futter, wenn das funktioniert. Wo ist. 5 Fleisch und 2 Leder. Sehr schön. Sehr schön. Hey, was? Komm sofort wieder rein. Stopp. Aktivieren. Hey, was? Wieso stellt der den Wasserfilter ab? Sachen herumzuliegen. Ja, ich habe leider keinen Platz. Ja, kann auch nichts davon aufnehmen. Ja. Wenn der jetzt krank geworden ist, dann werde ich aber. Was haben wir
Und 59% Kondens. Ah, es geht. Aber es geht runter. Puh. Glück. Glück ihr habt hier. Horst, Hunger. Ja, ja. Kann ich das roh essen? Kann ich einen Ofen bauen? Ein Scharnier. Habe ich ein Scharnier geholt? Ich glaube, ich habe ein Scharnier geholt, oder? Dann warte ich kurz, bis Madame zurück ist mit dem Essen. Das wird dann noch so lange aushalten. Kontamination, komm, geh runter. Oh, ich möchte das eigentlich noch nicht trinken. So ehrlich gesagt. Also, finde das nicht so geil. Aber Horst könnte mal. Horst! Kannst du zurücklegen. Klar, die Duschen sind natürlich alles leer. Ach nee, sind Klo. Mhm. Nein, kein Scharnier. Mist. Ja. Nein, in dem Fall. Ich will erstmal duschen. Und du geh mal Fleisch essen. Klar, erstmal das Bett belegen hier. Aber wenn wir jetzt ordentlich Leder zusammenbekommen, dann können wir jetzt, könnte ich hier bald meine, hier so eine, zwei, wir haben gerade mal zwei Leder? Was ist denn das draufgegangen? Keine Wolle mehr, das heißt, ich kann keine Gasmaske. Ah. Ich habe nicht einige. Na gut, dann gibt es nur kurze Trips. Wir machen nix. Was denn? Oh, ist der schon wieder vergiftet. Wasser trinken. Nee, vergiss es. Flauschi. Wir brauchen unser Essen gerade mal echt mal selber, ey. Anzug nehmen. Wasser trinken. Fleisch essen. Schutzraum reinigen. Falle leeren. Und dann schlafen. Scheiße, ich bin jetzt auch noch hungrig. Ja, okay, drei Fleisch und ein Leder. Ja, das ist nicht so wild. So. Warte mal, wie putzt das auf? Nein, jetzt haben wir wieder sechs Nahrung. Ach, dann komm. Füll mal die Katze. Du, stopp. In den Anzug reingekotzt. So. Anzug ablegen, schlafen. Auch eine Lebensmittelvergiftung. Kann ich dir ein Buffet geben? Schutzraum reinigen. Mach die mal nützlich hier. Chantal. Schlafen. Wer ist die überhaupt? N. Na dann. N geht's eigentlich ganz gut. Justin geht's eigentlich auch ganz gut. N, dann schick mir dich doch mal einfach auf Expedition. Okay. Müssen wir erst ein bisschen durchfüttern und dann können wir. Dann können wir drüber reden.
können den Kleinen ja nochmal. Justin könnte jetzt mit seinem Stirnband, ich glaube, der wird zum. Den machen wir voll zum Bruce Lee, würde ich sagen. Stärke 2 immerhin. Das ist halt, da kriegt er halt echt Hunger, ne, wenn er das macht. Patsch, patsch. Stärke 3, Stufenanstieg, perfekt. Trainieren, gleich weiter. Zack, zack, zack. Setzt sie eigentlich an Stärke? Auch 3. Sie hat 1, was natürlich nix ist. Er hat 4. Na, immerhin. Oh. Wieso muss da eigentlich das Licht brennen? Wegen der Reparatur. Na gut. Mensch, hier sind wir nur am Kotzen, die zwei. Na komm. Gehen die schlafen. Obwohl, nein. Stopp, nicht schlafen gehen. Fleisch essen. Du gehst duschen. Ach. Geht die Toilette benutzen und dann mal ein bisschen putzen hier. Der Kleine hier muss pennen. Ah, ist wieder ein, ach, schon wieder ein Hasen gefangen. Das ist was so vom Kühlschrank, würde ich gerade sagen. Mensch, ich bin am Putzen, kotzt nicht überall hin. Horst. Und Chantal, ja, komm. Karte, macht ihr mal, aber in der Nähe, irgendwas in der Nähe. War auch schon länger nicht mehr, vor 2 Tagen, 15 Tagen, kleiner Bauernhof. Und die Schule. Eine kleine Tour mit euch. Ja. Ausrüsten, nächster, ausrüsten. Ja, bin ich. So, wenn sie fertig ist, kann sie hier den Schutzraum reinigen. Könnt wegen mir das Ödlein voll kotzen, aber die Bude macht er mir hier nicht voll. So, du. Ich glaube nicht, dass die Loyalität steigt, wenn sie ständig die Kotze wegwischen darf, aber tja, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und dann kann sie den Anzug nehmen. Kleiner Bauernhof. Warte, ich suche. Oh, die Dusche ist schon wieder kaputt. Ey, wie kann die Dusche denn so abgenutzt werden? Was macht denn ihr dort? Hallo. Ja, nehmen wir. Können wir nehmen? Transistoren. Für Systemverbesserung, bla bla bla. Kalk.
Haben wir noch 6 Stücke? Ach, können wir gerade einpacken, wenn wir wollen. Wasser, danke, habe ich echt genug. Batterie ist eher zum Handeln. Ja, lass ich mal. Ja. Oh, ist wieder viel zu lang, schon wieder eine 40-Minuten-Folge. Ich würde sagen, machen wir eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten. Bis dann. Ciao.